Herzlichst willkommen. Wie versprochen sind wir immer noch hier an der Teleportstation. Wir haben in der letzten Folge in der Zone 7 einiges aufdecken können. Und jetzt geht es hier weiter. Boah. Oh, herrlich. Ja, super. Die Sachen kann ich immer noch nicht irgendwie kaputt machen. Aha. Ach so, Moment. Hey. Was haben wir hier? Powerbomben-Container erhalten. Ist ja geil. Ja, die hätten wir natürlich vorher nicht kriegen können. Das wäre nicht möglich. Da oben irgendwas? Nein. Sehr schön. Haben wir also auch hier jetzt die Items. Lass mich kurz auf die Karte gucken. Da links ist noch was. Da ist eine grüne Tür. Das heißt, da gehen wir jetzt links rüber. Einmal da hoch und dann darüber. Okay. Das fand ich damals schon in den anderen Metroid-Teilen immer so geil, wenn man dann an der Stelle war, wo man fast unbesiegbar war und man dann wieder zurückgegangen ist zu den kleinen Pups-Gegnern, um dann die Items zu sammeln. Oh, herrlich. Endlich habe ich meinen stärkeren Beam. Da oben gibt es nichts. Nö. Ist natürlich jetzt hier auch noch die Frage, wo gibt es hier noch überall Geheimnisse, die ich so nicht sehe. Da hinten auch schon wieder eine Shosu-Statue. Hier können wir unsere Ion-Energie aufladen. Sehr schön. Moment. Was? Was war das Spiel mit dir los? Nein. Ach. Wieso drücke ich denn jetzt hier immer die verkehrten Tasten? Wow, und die geben auch Powerbomben. Das ist ja geil. Moment, aber ich bin falsch. Ich muss runter. Ah, geile Musik wieder im Hintergrund. Okay, aber ich komme da gar nicht runter. Scheiße. Hä, wie komme ich denn da hin? Moment, jetzt muss ich denken hier. Mach dich klein. Ah, ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, hier nämlich. Oh, Samus, warum hörst du auf mit deiner Screw Attack? Moment, das waren... Nee, das waren tatsächlich Powerbomben. Und schon wieder die falsche Taste. Was ist denn jetzt hier los? Ja, ein super Missile-Container. Sehr schön. Und das ist alles Munition und Arsenal. Das werde ich alles brauchen bei den Metroids, die kommen werden. 100 Pro. Ich habe nämlich keine Lust, immer der Depp zu sein, der dann nur, weil er die Sachen nicht gefunden hat oder teilweise nicht es geschafft hat, sie zu finden, dann hier rumläuft mit zu wenig Energie und dann die Gegner nicht schafft. So, jetzt müssen wir da oben hoch. Das heißt, wie kommen wir jetzt hier hoch? Da jetzt raus. Dann an der Aufladestation nach oben und dann durch die Tür. Okay, also hier wieder. Oder? Warte mal, nee, wir können auch hier da rum. Das ist, glaube ich, noch besser. Nee, speichern brauchen wir jetzt nicht. Hier haben wir alles. Achso. Herrlich, 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 herrlich. Macht das einen Spaß. Samus, mach deinen Screw Attack. Wenn nicht, passiert nämlich das. Huch. Fast reingerannt.
Na, Samus. Sieht fast auch aus, als wenn es hier Geheimnisse gibt. Ja, da oben war... Ah, ja, Energie brauche ich nicht. Okay. Hoppla. Oh, wie geil. Gibt's hier irgendwo was? Moment. Ausprobieren. Nein, leider nicht. Schade. Boah, mega. Ah, nee, doch nicht. Aber wir können trotzdem mal ausprobieren. Boah, das Geräusch dabei, herrlich. Gut, da gibt's also tatsächlich nichts. Diese Öffnungen da, die sind tatsächlich irgendwie gewollt. Nun gut. Moment. Das sieht doch hier komisch aus. Ah, schon wieder. Nicht die ganze Karte aufgedeckt. Samus, Samus, Samus. So, da werden wir. Alles schön aufdecken. Weil ich meine nämlich, gehört zu haben, dass auch das Teil nachher von den 100% ist. Und auch schön, dass wir hier unendlich den Space Jump ausführen können mit der Screw Attack. Bei Metroid Other M konnten wir das nicht. Da konnte sie nur maximal 5 Sprünge machen und dann war es das. Ja, also wie gesagt, wenn euch das jetzt hier zu langweilig ist, ich kann es verstehen, aber ich möchte wirklich alles aufgedeckt haben. Und dann hoffe ich, dass das wirklich stimmt, was man mir erzählt hat. Dass das halt auch nachher zu den Prozenten zählt, was es für das Spiel gibt. Ach du Scheiße. Das ist ja noch... Boah, guck dir die riesen Fläche an hier. Ansonsten, viele fragen natürlich auch nach anderen Metroid-Teilen. Es werden alle Metroid-Teile gespielt, die es gibt. Oh. Sprich auch Metroid Dread, was es ja mittlerweile schon gibt. Und, wie hieß das andere? Prime? Nee, Prime Hunters? Ah, wie hieß das? Auf dem 3DS? Ich meine, auf dem Nintendo 3DS gab es das. Das wird auch noch kommen. Keine Sorge, aber erstmal eins nach dem anderen. Ich bin jetzt erstmal froh, hier gut voranzukommen. Hier haben wir jetzt die Decke erreicht. Mehr oder weniger. Meine Güte. Hey, aber wir haben es gleich. Komplett. Und das soll mir mal bitte einer nachmachen oder mal einen Spieler mir mal zeigen, dass der das auch gemacht hat, was ich hier mache. So, aber wir finden leider nichts. Oder? Nein. Schade, da geht's gar nicht. Ah nein! Oh! Der ist hier wieder komplett runtergefallen. Dann schauen wir uns da jetzt noch links die Geheimnisse an und die lila Tür und was es da sonst noch gibt. Und dann sind wir auf der Oberfläche schon fertig und die Hälfte des Videos ist schon vorbei. Herrlich. So geht's schneller. Au. Oh.
Was gibt's da drüben? Powerbomben. Hab ich. Wow, 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 wow. Oh nein. Ah. Du unfaires Spiel der Unfairness. Nach Samus. So, super Mission Container. Herrlich. Haben wir ja sonst noch was? Da stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß mit. Nee. Okay. Da gibt's also nichts mehr. Schön. Dann haben wir das auch. Ja, das war die Liedertür. Aha, Moment. Hä? Das war ja hinten. Ach, jetzt, okay, alles klar. ja. Ach, ich krieg so schnell den Sprung nicht hin. Da oben komme ich auch nicht dran. Ha, brauche ich auch gar nicht. Ha, ha, ha. Oh. okay. Ich konnte mich da also abstützen. Boah, dieses Spiel, ich hab's mir... Oh, cool. Nein, Samus. Wenn du schon so coole Sachen machst, dann mach sie auch zu Ende. Ah, ein Aeon-Tank. Aeon-Tank. Sehr schön. Wir können hier raus. Auch das Geheimnis haben wir. So, dann sind wir hier fertig. Die Energie nehmen wir mit. Speicherstation. So, hier geht's aber doch jetzt weiter, Herrgott. Ja, danke. Was ist denn das jetzt? Ich sehe doch, dass es da weitergeht. Ja, guck, 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 guck dir das an. Wie krieg ich das bitte platt? Dieses Mistviehzeug da. Ah, oh, wieder keiner. Jetzt habe ich mich so gefreut, da reinzukommen. Okay, das verstehe ich jetzt nun wirklich nicht, warum wir da jetzt nicht durchkommen. Weil es geht ja offensichtlich da weiter. Und nicht zu... Boah. Und nicht zu knapp. Ach, Heiligsblechle. Ey, jetzt muss ich wieder zur Teleportstation. Und die war da rechts. Hm. Freunde, ich glaube, das werde ich jetzt vorspulen. Weil ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht wieder antun. Aber das ärgert mich jetzt hier wirklich kolossal. Das Blaue, was ist denn das Blaue da nochmal? Das Blaue war... Deaktivierte Teleportstation. Ja, leck's mir am Schöppli. Das ist eine Teleportstation da links. Aber wie sollen wir da durchkommen? Nein. Da oben? Moment. Hier vielleicht? Ne, hier gibt's auch nichts. Ich hätte gedacht, dass man von hier dann vielleicht da runterkommt, aber... Ach, schade, das ärgert mich jetzt. Naja, Freunde, ich werde das vorspulen, bis ich wieder an der Teleportstation bin. Bis gleich.
Da sind wir angekommen. Und es geht jetzt in Zone 1. Wobei es vielleicht sinnvoller, da unten den Aufzug zu nehmen. Ich weiß es gerade nicht. Dann wären wir da links. Und da ist auch noch eine deaktivierte. Okay, wir nehmen den Aufzug. Und Navi. Hä, wieso bin ich denn da? Ach so, okay. Nee, nee, nee. Ich bin da unten rechts. Dachte jetzt, ich wäre da mittig, aber wir sind ganz rechts, weil der Kopf da von Samus war. Sah gerade ein bisschen komisch aus. So, jetzt bin ich da nämlich. Sehr schön. Genau da wollte ich hin. Halte ich doch nicht immer fest. Oh, da ist das Wasser des Todes. Es ist das Wasser des Todes. Es ist und bleibt das Wasser des Todes. Ach, das war die Statue. Okay. Da rechts sind noch zwei Geheimnisse. Und da... Oh, Moment. Da unten war ich ja noch gar nicht. Nein, nicht zum Ball machen, Samus. Halt, verkehrt. Ich muss da oben hoch. Oh, das sah doch jetzt gerade sehr verdächtig aus. Das ist klar. Das ist auch klar. Moment, was? Ach so, das ist das. Zack, schon auf. Wie geil. Moment, wo komme ich jetzt hier dran? Wahrscheinlich von da oben. Okay. Hoppla. Hoppla. So, na, also, geht doch! Messercontainer! Sehr schön. Gibt's hier sonst noch was? Nein, gibt es nicht. Dann geht's wieder da hoch. Na. Mano! Moment, kriege ich das vielleicht durch eine Powerbombe? Nee, schade. Dann geht es hier wieder zurück. Oh. Immer wieder auf den kleinen. Ich glaube, hier hatte ich meine Warrior Suit noch nicht. Kann das sein? Jawohl, erstes Geheimnis. Haha, wie geil. Lava macht uns auch nichts. Moment. Was haben wir denn hier unten? Haha, wie geil. Was ist das? Grün? Ja, so, super, Mr. Container. Sehr schön. Sonst noch was hier? Oh, die geile Musik wieder. Nein, alles erkundet. Super. Dann hier direkt. Du kleines Arschloch. Dafür musst du sterben. Da, hoppla. Moment. Ah, Moment. Da war, glaube ich, eine gelbe Tür. Ja, genau. Nö. Moment, wie komme ich da jetzt hin? Ah, ich habe nicht auf den Monitor geguckt. Moment, wie komme ich da jetzt hin? Hä? Hä?
Ach, Moment, von... Nein, Samus, nein. Aus. Böse Samus. Hier war das, glaube ich, oder? Ja, aber... Manu! Wieso finde ich hier nichts? Kacke! Ach.